Die Passagiere dieses Flugzeugs sind mit dem Schrecken davongekommen. Beim Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart verunglückte die Maschine der Lufthansa-Regionalgesellschaft Contact Air am Montagvormittag. Verletzt wurde der Flughafengesellschaft zufolge jedoch niemand. Die Maschine vom Typ Fokker 100 hatte offenbar Fahrwerksprobleme. An Bord des Fluges von Berlin-Tegel war auch SPD-Chef Franz Müntefering. Die Bruchlandung schien ihm nichts angehabt zu haben. Ich habe mit ihm noch gesprochen hinterher, der hat ganz normal reagiert. Ich glaube, der würde gar nicht als Held angesprochen werden, aber man hat dann sehr schätzen gelernt in dem Augenblick die gute Ausbildung der Piloten. Der hat genau gewusst, was er machen muss und wie er damit umgeht. Und die Bahn ist auch entsprechend präpariert worden, sodass die Landung einfach unglaublich sanft war. Müntefering war auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt in Stuttgart-Feuerbach, wo er am Mittag eine Rede halten sollte. Kurz nach seiner Bruchlandung stürzte sich der SPD-Chef auch gleich wieder in den Wahlkampf. Auf dem Programm des 69-Jährigen standen am Montag schließlich noch weitere Veranstaltungen in Uingen und Augsburg. Auch alle anderen Insassen seien inzwischen unverletzt aus dem Flugzeug gebracht worden, teilte der Flughafen mit. 5 Passagiere hätten allerdings einen Schock erlitten. Eine Flugbegleiterin sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden.